So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter. Wir haben es 5:20 Uhr morgens, immer noch gesagt Dienstag, den 14. Januar. Wo ist er denn? Entweder da hinten oder da rum. Tja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Mr. Carpenter? Ja, Graham Carpenter. Was kann ich für Sie tun? Einer Ihrer Arbeiter hat gestohlen. Und zwar einen Sack Kartoffeln. Oh, ich hoffe, meine Männer haben die Sache nicht selbst in die Hand genommen. Noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem ohne Gewalt zu lösen? Die Familie des Mannes leidet Hunger. Ich werde niemanden bestrafen, der nur versucht, seine Familie durchzubringen. Warum hat er mich nicht einfach um mehr Essen gebeten? Sagen Sie ihm, er kann das Diebesgut behalten. Und falls er mehr braucht, soll er wiederkommen. Vielleicht braucht er ja auch Medizin. Können Sie ihm das hier geben? Viel ist es nicht, aber besser als nichts. Darf ich fragen, warum Sie plötzlich so großzügig sind? Warum verteilen Sie kostenlos Vorräte? Ich will den anderen einflussreichen Familien in Oakmont mit gutem Beispiel vorangehen. Gemeinsam könnten wir die Stadt zu einem besseren Ort machen. Zumal die Menschen nach der Sache mit dem vergifteten Fisch nichts mehr zu essen hatten. Ich musste zur Tat schreiten, um eine Hungersnot zu vermeiden. Danke. Ich dachte, Brutus sei der Kopf der Familie Carpenter. Hat sich das etwa geändert? Nee, ganz und gar nicht. Mein Vater hat immer noch das Sagen. Ich habe lediglich einige seiner Pflichten übernommen. Er ist nicht mehr der Jüngste und braucht mehr Ruhe. Die Maske. Warum tragen Sie sie? Eine Kriegsverletzung. Verzeihen Sie, aber ich möchte nicht darüber reden. Auf Wiedersehen. Ist nichts. So, kann ich hier reingehen? Die Tür gibt nicht nach. Waren Sie nicht derjenige, der Robert einen Affenliebhaber genannt hat, Brutus? Die Flasche ist seit Jahren leer. Da glaubt wohl jemand, eine Flasche kann einem ewiges Leben bescheren. Schick, schick, schick. Brutus Carpenter, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Haben Sie etwas zu essen gebracht? Ich bin sehr hungrig. Nein, tut mir leid. Ach, dann gehen Sie. Wiedersehen. Was gibt's, junger Mann? Alle Schlüsselhinweise, genau. Und einmal rüber. Den Fallschaden nehme ich jetzt kurz in Kauf. Wo ist er immer noch hier? Ja. Da bin ich wieder.
Sie können aufatmen. Sie dürfen den Sack mitnehmen. Kauil segne Sie, Sir. Dank Ihnen haben meine Kleinen heute was zu beißen. Hören Sie, ich habe Carpenter Ihre Lage erläutert. Sie sollen vorbeikommen, wenn Sie wieder etwas brauchen. Er wird sich um Ihre Familie kümmern. Echt? Wusste nicht, dass Mr. Carpenter so großzügig ist. So kenne ich die Familie gar nicht. Danke nochmal, mein Freund. Hey, hören Sie. Ich habe eine Überraschung für Sie. Eine Überraschung? Was denn? Carpenter bat mich, Ihnen das hier zu geben. Möge Kauil ihn und seine Großzügigkeit segnen. Danken Sie ihm herzlich von mir. Sie meinten, die Carpenters hätten sich geändert. Wie waren sie denn früher? Nun ja. Hey, Sie können offen mit mir reden, keine Sorge. Es bleibt unter uns. Früher waren sie böse. Sehr böse. Verbrecher und Mörder waren das. Angeblich hat Brutus, das Familienoberhaupt, mehrere Frauen missbraucht und ist ungeschoren davongekommen. Furchtbar. Man bezeichnet sie als große Familie und in Oakmont haben sie das Sagen, zusammen mit den Throgmortons und Blackwoods. Vor denen müssen sie auf der Hut sein. So, Fähigkeiten hatte ich noch nicht. So. So, okay, das ist jetzt unser nächstes hier. Eine Kreatur des Friedhofs an der Ecke. Rainbow, höchstens mit 6 Meter Height. So, Zeit an der Ecke, Rain Height sieht nie, also im Süden, also irgendwo hier im unteren Bereich, so, fuck. So, Rain Street. Philip Street. Ah, da. Philip Street. Okay, jetzt hast du das Krematorium und Dings. Ecke Rain Road und Philip Street. Rain Road und Philip Street. Philip Street. Reed Heights Street. Oh. Wenn man jetzt aber chronologisch geht, dann ist ja das hier. Der Norden hier oben, das Ostbereich, südliche Bereich wäre hier unten, das wäre eigentlich im Westbereich. Also wir müssen, wie gesagt, Ecke Rain Road und Philip Street. So, das wäre, ist ja hier die Ecke. So. Da. Das heißt, wir teleportieren uns praktisch. Aber rüber. Weil hier hinten habe ich ja keinen. Hinter mir habe ich ein Boot, das ist gut, klappt ein bisschen schneller und dann brauche ich nur gleich hier oben rechts rumfahren.
Oder kann ich da drüben anlegen? Ah, ich kann hier anlegen, okay. Ich grüße Sie, guter Mann. Ich hoffe, die Angels sind Ihnen wohlgesonnener als mir. Ach, ich armer Tropf. Ist etwas passiert? Irgendwelche Danes haben Gräber auf dem Friedhof geschändet. Denn wenn ich die Leichen nicht bald finde, wird der Stadtrat davon erfahren. Aber wo soll ich nur mit der Suche anfangen? Ich werde gefeuert, das weiß ich. Dabei ist das der einzige Beruf, der zu mir passt. Mutti hat das immer gesagt. Ich kann Ihnen helfen. Leute zu finden ist mein Spezialgebiet, wenngleich sie in der Regel noch am Leben sind. Oh, den Angels sei Dank, guter Mann. Ich werde mich bei Ihnen erkenntlich zeigen. Ja, das werde ich. Sie finden die drei geschändeten Gräber auf dem Friedhof. Ich habe sie gekennzeichnet. Ach, und Sie brauchen sich nicht die Kleidung schmutzig zu machen. Die Leichen bringe ich dann zurück. Sie müssen sie nur finden und mir dann sagen, wo sie sind. Jo. Okay, sind da hinten. Nicht schlecht. Muss lange gedauert haben, ihn zu öffnen. Sicherlich. Okay, das ist Wasser. Den Funken mache ich kurz mal hinten weg. Die Bisswunden sind ziemlich frisch. Der arme Kerl, das war kein schneller Tod. Ja, mein Freund! Jetzt haben wir noch hinter mir einen oder was? Okay, sah so aus. Ich dachte, ich hätte jetzt gesagt noch hinter mir einen. Uiuiuiui. Das ist sogar das Gebiet. Ich habe da unten First Aid. Also ich habe gerade einen abgegeben. So, dann nehme ich erstmal den auf. So, du zeigst darauf, du auch. Du zeigst dahin. Der Sarg war kaum mit Erde bedeckt. Besonders viel Mühe hat sich der Totengräber nicht gegeben. Frische Kratzspuren. Dieser Sarg wurde von innen geöffnet. Ein weites Grab von Monstern gefressen. Okay, der ist ja markiert. So.
Achso, den kann ich looten. Die Bisswunden sind ziemlich frisch. Der arme Kerl, das war kein schneller Tod. Nicht rein. So, der Hinweis hat mich ja... Das Blut ist fast schon in der Erde versickert. Der Hinweis hat mich ja gesagt... dessen Grab gebracht. Oh, jetzt geht die Sonne gerade hier im Spiel auf. Ich will einmal eine rüber. Es riecht die drei Leichen ausfindig machen und den Transport zurück zum Friedhof. Ich fand eine der Leichen auf dem Friedhof unweit des Grabes. Nicht schlecht. Muss lange gedauert haben, ihn zu öffnen. Nachricht am Grab. Virginia Cooper, 1887 bis... eines der vielen Opfer der Flut. Sie war eine ehrbare Bürgerin. So, die sind alle... Wie gesagt, der Friedhof ist groß. Hauptsache, ich kann irgendwelche Särge schänden, weißt du? Die Bisswunden sind ziemlich frisch. Warte, ich hatte schon. Der arme Kerl, das war kein schneller Tod. Okay, man kann... Okay. Huch, bevor ich jetzt da oben langstiefel... Da komme ich in ein anderes Teilgebiet. Ich denke mal, da muss ich eh jetzt wahrscheinlich hin. Da ist dicht, da komme ich nicht hin. Da will ich noch nicht hin. Den will ich einmal kurz rüber stiefeln und ich will gucken, ob ich da wieder durchkomme. Okay, da komme ich aber auch nicht hin. Okay, da hinten könnte man noch hier rüberkommen. So, da ist ja der Anlegerhafen. So, dann gehe ich erstmal.
hier hinten weitersuchen. Okay, da kann ich jetzt zum Beispiel reingehen. Okay, ich bin auch schon am oberen Ende der Map des Bereiches. So, eine Leiche habe ich ja gefunden. So, jetzt gehe ich nochmal auf die andere Seite runter. Ich denke mal, dass die Leichen aber hier irgendwo vom Friedhof verteilt sind. Was? Stein. Also ich nehme mal nicht an, dass die Leichen irgendwo in den Städten liegen. Was würde man mitkriegen, wenn er da rauffährt und dann versucht, eine Leiche wieder abzuholen. Scheiße, wo stehe ich denn? Da. Ach, genau. Er ist da. So, dich gehe ich mal jetzt vorbei. Okay, das ist wahrscheinlich ein sein. Platz. Ach, wie ist die andere? Das waren keine gewöhnlichen Grabräuber. Es ist das zweite Grab. Alle, ich habe alle mal gefunden. Okay. Unbekannt 1812. Aber ich habe nur eine tote Leiche gefunden. Okay, das ist der Gebiet. Das Gebiet. Okay. Nur um einmal zu gucken, hier liegt nichts. Da komme ich auch nicht rüber. Also ich komme nur so rüber. Das heißt, wir gehen jetzt den Weg. Da waren Angler. Ah, okay. So könnte man auch noch abhauen. Okay. So, der gehört dann aber wahrscheinlich nicht mehr, oder das zum Friedhof. Hallo? Kann ich jetzt hier hinten raus? Warum kommt das Gebäude bekannt vor? Das Gebäude mit dem Spiegel. Das Haus von Frog Morton. Ich weiß nicht,
Und auf der Seite befindet sich ein Bibliothekstempel. Eigentum der Bibliothek von Seite 41. Das heißt, ich muss praktisch einmal in die Bibliothek gedrängt reisen. Okay. Geht noch eine Etage tiefer, habe ich gerade gesehen. Ja, das ist genau das gleiche Gebäude wie mit Spiegelaufbau. So, Bibliotheksstempel. Die Bibliothek ist ja mal Arsch der Welt. Und zwar da. Wo ist denn jetzt mein nächster? Da. Und warum? Achso, weil die Schafferzahn ist. Das ist ein Schiff. Muss ich gucken. Okay, ich muss einfach die. Ja. Mein Gott, da ist lang. Der Straße einfach folgen. Fehlt. Auch auf die Zeit gucken, ist 27. Minute. Ich mit der noch durch. Jo, geht doch mal dran vorbei. Du bist Universität, brauche ich nicht. Du bist das Rathaus, brauche ich auch nicht. Ich brauche, wie gesagt, die Bastian und den Avenir. Double Attack. Mal Controller vom Kabel abschießen, weil es vom mitgelieferten Controller ist dieses Kabel relativ kurz. Was hat es? Es ist ein Meter, 3/4 Meter. Ich muss immer auf den Controller achten und gucken, ob der zwei Motoren verbaut sind, weil es funktioniert nur komischerweise nur einer, also der linke, falls es aber ist. 19. Jahrhundert. Ort. Hallo? Regional. Seite 145. Ex-Rubrik Geschichte bis zur Region. Unter Verschluss. Okay, Europa. Im östlichen Teil des Bezirks Coverside. Huch. Auf Karte anzeigen. Coverside. Da.
im östlichen Teil, also hier, Victory Lane, wo haben wir dich? Provide, da. Alright, und Victory Lane. Provide irgendwo zwischen Elmore und Dings. Das heißt, wie gesagt, in dem Bezirk. Also ich mache jetzt mal... Huch. Nein. Da die Markierung hin. Wenn ich nicht bin da. Dann kann mich ja von da nach da teleportieren. Passt. Ich muss da eh mit dem Boot fahren. Entweder nehme ich den Weg und fahre hier hoch und rein, oder ich nehme den gleichen Weg da oben und fahre dahin. Dumm. Eigentlich so, obwohl hier scheint das gesperrt zu sein anscheinend, ja, weil das wurde da auf Anhieb gesehen. So, nicht sofort, sondern die zweite Kreuzung hängt man, dann fahre ich da links. Ein. Oh, ich kann hier anlegen. Bevor ich jetzt zu weit fahre. Ohne von Fabian Koswick. Wäre zu weit gefahren. Patronenhülsen. Ja, schön, dass du Patronenhülsen hast. Und das erinnert mich auch an Silent Hill 2, wie Pyramid Head darunter geht und in der Bereich geflutet wird. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo Gegner gleich auftauchen. Sonst noch wer? So, jetzt nehme ich noch den Revolver. Und hier hätten wir unseren vermissten Toten. Gestohlenes Skelett. Warum kloppen wir ein Skelett? Ah, wie das stinkt. Ich frage mich, warum der Gestank noch keine Monster angelockt hat. Das freue ich mich auch. So, hoch. Nein. So.
eine Leiche wurde von einem Koffer. So. Zwei Leichen habe ich schon mal. Jetzt kommt so. Die Leiche fehlt. Auf dem Grabstein befindet sich eine Inschrift. Virginia Cooper 1987. Also, sie war eine Bürgerin. Das heißt, hier müsste ich jetzt. Fähigkeit habe ich noch nicht. Da müsste ich jetzt eigentlich. Genau, da müsste ich jetzt zum Rathaus hindüsen. Wo war das Rathaus halt nochmal da? Ne? Was ist das genau? Was ist das Rathaus? Medizin? Genau. Wo das muss her nicht hin? Genau. Bei Rathaus, also praktisch das Bürgeramt, da sind eigentlich alle Dokumente hinterlegt, die die Bürger in der Stadt betreffen. Ja, wenn man ausgrund haben will, wo wohnt wer. Und das, ansonsten gehe ich alle Dinge ab, aber ich denke mal, dass ich jetzt hier zum Rathaus muss. Dann halt dementsprechend die Person auszufinden. Was sehen wir denn? Entschuldigung. Oh, die spreche ich diesmal nicht an. Biatch. Aber gut, ich habe ich noch gar nicht markiert, ne? Ah, ja, ist sogar richtig. Ach ja, so. ...1887... Personengruppe. Also erstmal Bürger. Einer der vielen Opfer der Flut. Ein 1887 nach der Flut, die Flut war ja davor. Ich nehme erstmal den. Oh. Personenstandsbücher. Okay, war sogar richtig anscheinend. Cooper, Brad Cooper. Das ging aber schnell. Okay. So. Navigation. Auf Karte anzeigen. So. Salvatore Harbor. Salvatore Harbor ist hier oben. Nee, da unten. Salvatore Harbor. Im nördlichen Teil, also irgendwo hier oben. Polaris Old Church Road haben wir hier. So, da haben wir die Polaris. Genau, das war glaube ich die genau Polaris. Das Maple Lane zwischen Polaris Road und Old Church Maple Lane. Das heißt, unser Weg beginnt, soll in dem Bereich hingehen.
einmal dahin. Entschuldigung. Gott. So, einmal da hoch. Wenn hier vorne gleich, ne, da oben läuft schon einer, der läuft ein bisschen wird. Was geht? Leiblin zwischen Polaris Road und Old Church Road. Polaris Old Church, okay, die geht noch weiter. Vielleicht muss ich den da einmal. Also, ich dachte, Marpes. So. Marpaline ist hier. So. Die geht auch natürlich bis hier oben durch. Zwischen Polaris und Old. Das heißt, hier zwischen oder ich muss mich einmal umdrehen. Aber hier wird nichts sein und da komme ich nicht rüber. Das heißt, wir müssten da hinten lang. Also wir müssten durch das Gebiet. Bevor ich da lang gehe. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste und da kann ich rein bzw. rausgehen. Nix. Wer auch immer diese Kiste da platziert hat. Yes. Okay, ja, okay. Hier war ich ja schon. Okay. Okay, das ging auch relativ schnell. Okay, hier steht keiner. Das heißt, es geht entweder hoch oder runter. Hier ist das Fenster, wo man rausspringen kann. Das muss der Leichnam sein, nach dem ich suche. Alle Schlüssel werde gefunden. Okay. Dann war es wahrscheinlich die eine Tür, die noch verschlossen war für uns. So, dann kann ich erstmal wieder auf diese Waffe gehen. Dann kommen wir ja gleich wieder zu unserem Friedhofsmann wieder zurück. Teleportieren oder fahren, je nachdem wie weit ich da hochkomme, und dann haben wir die Nebenmission auch schon durch. Dann passt das ja, wir sind jetzt gerade bei einer 45 Minuten über anfangen. Noch warte ich, mehr geht's nicht. Patronenhülsen.
Ich will auf die Waffe gehen. Weil hier hätte ich jetzt nur rausspringen können. Hallo, ich. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Kollege, was da los? Ich will auch einfach hier nur. Okay. So, das ist jetzt unsere Mission. Und wenn ich jetzt bei ihm gleich war, werde ich dann dementsprechend auch hier einen Cut machen, bevor wir dann halt die nächste Aufnahmesession starten. So, er war ja hier oben. Dann können wir uns darüber forzen. Was sagt denn die Uhr? 6:07 Uhr. Ja. 3 Viertelstunden noch der Nacht. Da laden, obwohl ich einkaufen gehe, die haben nichts im Tang ist. Also praktisch, ich muss mich irgendwann umdrehen. Und geradeaus runterfahren, dann bin ich ja schon da. Der Friedhof ist teilweise überschwemmt und die Hälfte der Gräber wurde dadurch zerstört. Warum sind Ihnen diese 3 Gräber so wichtig? Menschen haben sie geschändet und das ist böse. Die anderen hat das Meer geholt und das ist nicht böse. Man sollte übrigens die Finger von dem lassen, was das Meer geholt hat. Sonst wird man vom Wasser verflucht, hat Mutti immer gesagt. Okay. Ich habe die 3 Leichen gefunden und aufgeschrieben, wo Sie sie finden. Allen Angels sei Dank, guter Mann. Sie haben mir wirklich aus der Patsche geholfen. Ja, das haben Sie. Hier, für Sie. Außerdem reserviere ich Ihnen einen guten Platz auf dem Friedhof. Mit Blick aufs Meer, ruhigen Nachbarn, wie es einem Gentleman gebührt. Ruhige Nachbarn? Gibt es denn auch Laute? Durchaus, Sir. Durchaus. Viele Leute lassen sich lieber verbrennen, als das Risiko einzugehen, an einem ungünstigen Platz begraben zu werden. Ich habe nicht vor, hier zu sterben. Oh, ich verstehe. Ein Jammer. Ich wollte nur nett zu Ihnen sein. Wiedersehen. Munition habe ich bekommen und ich habe einen Fertigkeitspunkt. So, so, dann hättest du mir auch einen Punkt mehr geben können, hätte ich jetzt nämlich schon wieder aufwandert. So. Aber genau, das ist ja. Genau, unsere. Mann, da Wissenschaft freigeschaltet als Kleidung. Geil. Jetzt will ich ja zu dem Eingebäude hinlatschen. Wo ich schon noch nicht reingegangen bin, bevor ich die Aufnahme beende. Ist das ja das Krematorium? Ja, Krematorium. Gut. Bin ich ja richtig. Genau, jetzt haben wir auf dem Friedhof.
Genau, dann lag ich ja fast praktisch schon richtig mit dem Friedhof oder was ich auch am Anfang gesagt habe, mit dem Gefängnis, genau so was. Hatte ich gesagt, Gefängnis oder Friedhof. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns dann gleich in der nächsten Aufnahme hier wiedersehen, wenn wir uns uns im Kreatorium rumschlagen werden, um die Hauptmission fortzuführen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.